Hallo, ich bin Jochen Barbist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Steineverstehers, heute zum Bromfelsen am Frankenstein. Wir stehen hier im Burghof der Burg Frankenstein, die im 13. Jahrhundert erbaut worden ist, auf dem Berg Frankenstein zwischen den Gemeinden Mühltal und Seeheim-Jugenheim. Und heute sind wir auf dem Weg zum Geotop des Jahres 2024, dem Bromfels, und wollen uns mal mit der Geologie hier am Frankenstein auseinandersetzen. Historische Gemäuer wie diese Burgruine sind immer besonders geeignet, wenn man sich anschauen will, was in der Umgebung für Gesteine vorkommen. Und hier am Frankenstein sehen wir in der Mauer ein Gestein, was auf den ersten Blick aussieht wie ein Granit. Es gibt auch so dunklere, blauere Varianten, bläulich-grau. Das ist ein Gabbro, der kommt hier oben am Frankenstein vor. Und das ist auch das Gestein des Geotops des Jahres, was wir heute uns im Detail mal näher anschauen wollen. Jetzt stehen wir am Geotop des Jahres 2024 am Bromfels und man sieht, es ist ein sehr finsteres Gestein, ganz ähnlich wie das, was wir vorhin in der Burg hatten. Das Gestein ist grobkörnig und in jede Richtung gleichmäßig sind die Körner verteilt und damit ähnelt es eigentlich auf den ersten Blick einem Granit. Tatsächlich hat es mit einem Granit auch gemeinsam, dass es aus einer Schmelze tief unter der damaligen Landoberfläche auskristallisiert ist. Wir haben Untersuchungen von Mineralogen, die sich das angeschaut haben und Datierungen durchgeführt und wissen, dass dieses Gestein aus der Schmelze vor 362 Millionen Jahren, also im obersten Devon, im Erdzeitalter Devon, auskristallisiert ist. Hier sieht man jetzt einen Anschliff des Gabbros, der hier auch vorkommt. Und man sieht die vielen dunklen Mineralien, das sind sogenannte Pyroxene, die viel Calcium, Magnesium und Eisen drin haben. Und das helle Material hier zwischendrin ist nicht etwa Quarz, wie man das vom Granit kennt, sondern es sind vor allem Calciumfeldspäte. Daneben findet man aber auch solche extrem dunklen Gesteine, die einen ganz hohen Calciumgehalt im Feldspat haben und sehr, sehr viel Pyroxen und vor allem Erz mit dabei, also magnetische Erze auch. Und es gibt ja hier oben am sogenannten Magnetberg auch einen Teil dieses Gesteins, der durch Blitzschlag magnetisiert worden ist. Aber das nicht nur hier oben, sondern das kann man auch an anderen Stellen, wo dieses Gestein auftritt, das wir Eukrit nennen, auch feststellen. Wenn Geologen die Raumrichtung von Störungen und Klüften bestimmen, nutzen sie normalerweise einen Geologenkompass, kann ich hier auch machen. Aber hier muss man aufpassen im Frankenstein, denn es gibt dieses Gestein Eukrit, was ich eben schon gezeigt hatte. Und tatsächlich, wenn man hier den Kompass sich anschaut, erstmal die Nadel auspendeln lassen, dann sieht man, ich kann die Nadel tatsächlich ablenken, weil hier so viel magnetisiertes Erz drin ist, dass der Kompass verrückt spielt. Wir haben es also mit Gesteinen zu tun, die extrem viel Calcium, Magnesium und Eisen enthalten. Aber wo können solche Schmelzen eigentlich entstehen? Mit der einzige Punkt, wo wir das haben können, ist der Erdmantel. Und hierüber haben wir Informationen aus tiefreichenden Vulkanschloten, die Material aus dem Erdmantel, genannt Peridotit, dieses Gestein hier in grün, mitbringen. Dieses Stück ist aus dem Global Geopark Eifel. Und hier haben also Vulkane von unten das Mantelmaterial mitgerissen. Warum sind vor 362 Millionen Jahren genau an der Stelle, wo heute der Odenwald liegt, solche Schmelzen im Erdmantel entstanden? Das gucken wir uns jetzt mal zeichnerisch an. Der Odenwald befand sich damals an der Grenze zwischen zwei Kontinentalplatten, zwischen zwei Lithosphärenplatten. Da müssen wir uns vorstellen, auf der einen Seite befand sich ein Ozean. Der bestand aus ozeanischer Kruste mit Basalt und unten drunter festem Mantelmaterial. Und dieses Material tauchte in den Erdmantel ab unter einer zweiten Platte, die einen kleinen Kontinent darstellte mit etwas größerer, dickerer kontinentaler Kruste und auch einem Mantelanteil, der fest war. So, hier oben fand sich ein Ozean, den male ich mal blau. Und natürlich kam mit dem Ozean und dem Material hier, da waren ja auch Ablagerungsgesteine drauf, sehr viel Wasser in Tiefen von etwa 100 Kilometern.
in den Erdmantel hinein. Und an dieser Stelle, hier unter dem Kontinent, schreib mal dahin Kontinent, Ozean, an dieser Stelle bildeten sich Schmelzen im Erdmantel, ich mal die mal rot, die natürlich wegen ihrer geringeren Dichte nach oben aufstiegen und dort kristallisierten. Und dieses Material, das hatte eben sehr viel Calcium, Magnesium, Eisen mit drin. Und das Erste, was hier entstand, waren tatsächlich Gabbros, die auch dann weiter aufstiegen. Kann man sich vorstellen, dass hier oben noch eine weitere Magmakammer war. Und dann hier allmählich natürlich auch kristallisierten. Und heute müssen wir uns vorstellen, der Odenwald an der Stelle, wo wir jetzt lagen, waren, war in etwa 4 bis 5 Kilometern Tiefe diese Schmelze allmählich erstarrt. Und das ist dann später an die Oberfläche gekommen. Und aus dem Gestein, was wir hier heute sehen, besteht der Frankenstein und eben auch der Bromfelsen. Jetzt haben wir geklärt, was hier an so einem Kontinentalrand passiert. Aber wie macht sich denn hier eigentlich so eine Schmelze Platz? Platz hier in diesem Kontinent, da sind ja andere Gesteine und wir reden von Kubikkilometern Schmelze. Die müssen ja irgendwie hier reinkommen und das andere Gestein muss ja zur Seite weichen. Ja, dafür habe ich jetzt noch was anderes mitgebracht. Ja, muss ich mal an meine Tasche hier. Jeder kennt das wahrscheinlich, zumindest die Kinder haben. Luftballons und eine Luftballonpumpe. Da stellen wir uns hier unten die Quelle der Schmelze im Erdmantel vor und dann macht sich so eine Schmelze Platz. Oh, es quietscht. Ja, und das Gestein an der Seite weicht zur Seite. Und lustigerweise bezeichnen Geologen diesen Prozess, bei dem solche runden Magmakammern entstehen, auch als Ballooning. Jetzt sind in unserem Ballon sozusagen diese Schmelzmassen auskristallisiert, sind fest geworden. Das Gestein ist irgendwo in 4 bis 5 Kilometern Tiefe unter der damaligen Oberfläche und es wird allmählich kälter, es wird allmählich härter und dann natürlich bei weiterer Bewegung, bei Erdbewegungen bricht das Gestein. Wir sehen hier wunderschön diese Brüche, diese Klüfte und tatsächlich ist der Gabbro ein Gestein, was sehr, sehr hart reagiert und zu Bruchbildung neigt. Und in der jüngeren Erdgeschichte haben wir ja immer noch Bewegungen hier am Oberrheingrabenrand. Und da ist es tatsächlich so, dass in dem Gabbro des Frankenstein-Massivs am meisten Erdbeben hier in der Gegend entstehen, weil sich dieses Gestein eben so hart und rigide verhält und zu Brüchen neigt, die dann natürlich Schwingungen und Erdbeben auslösen. Ja, der Bromfels ist eine eindrucksvolle Felsklippe aus Gabbro und deswegen auch Geotop des Jahres 2024. Er erzählt ja wirklich eine lange Geschichte von einem aktiven Kontinentalrand, von Schmelzbildungen im Erdmantel und den Dingen, die heute eigentlich noch in der Plattentektonik auf der Erde passieren, allerdings in unerreichbaren Tiefen, zum Beispiel unter den Anden. Der Bromfels ist auf jeden Fall einen Besuch wert.